Ich speichere nicht mehr unter TikTok. Nein, da war der Adler gerade. Oh, du verkackter Adler. Komm, gefälligst nochmal wieder. Adler! Adler! Oh, jetzt müssen wir immer warten, bis der Adler kommt, weil wir wissen immer nicht genau, wann er kommt. Adler! Immer wenn ich dich gebraucht habe, wenn ich einsam war. Adler! Du warst nie für mich da. Okay, so auch sehr retro, dieses furchtbare Lied. Jetzt kommen wir schon mal wieder. Ah ja, ich habe das falsche Lied gesummt, und zwar aus King's Quest 1 und 2. Geht das hier? Nur um das professionell darzustellen, ja? Ich bin Opernsänger. Kann ich nicht, wenn ich jetzt TikTok lade, kann ich da nicht einfach. Müsste der Adler nicht sowieso kommen? Da! Guck mal, da kommt die Adlerfeder. Na, das war ja clever. Nice, das Praktische mit dem Nützlichen verbinden, das mag ich immer sehr gerne. Take Feather, so. Und wir haben die Adlerfeder. Ich freue mich sehr, bei dem gelben Ding beim Adler dachte ich früher immer, das wäre die Puperze. Inzwischen weiß ich natürlich, dass es Krallen sind unten. So, und der kommt hier nicht mal aus dem Bildschirm rausgeflogen. Ich weiß nicht mal warum. Wieso friert denn der da fest? Oh. Ja, zurück ist der Weg übrigens auch sehr spannend. Das wird nicht ganz so einfach. Gut, ich hoffe, das ist einigermaßen der Fall. Was ist mit dem Adler? Ich muss jetzt die ganze Zeit hingucken. Der will nicht weg. Ist das ein Bug? Haben wir jetzt hier bei diesem uralten Spiel aber einen Bug aufgedeckt? Ist das wahr? Sollte das auch noch passieren? Das ist mir noch nie passiert beim alten King's Quest damals. Noch nie. Das muss mit meinem neuen Let's Play Karma zu tun haben, denn wir haben ja immer allerlei lustige Sachen, die uns passieren. So. Bitte nicht automatisch gehen, sehr gut. Tick-Tack, ich hoffe, wir schaffen das einigermaßen. Doch, sie müsste gehen. So, der wird bestimmt wieder Hunger haben. Scheiße, da fällt mir was ein. Oh Gott, wie soll man denn da jetzt, wie soll man denn da jetzt zurückkommen? Heilige Makrele. Ein Leben am Limit, sage ich mal. Ein Leben am Limit. Ich will das ehrlich gesagt gar nicht. Das Einzige, was noch schlimmer ist als das hier, ist, wie gesagt, die Pflanze bei Space Quest 2, wo man durch muss. Die werden wir früher oder später auch noch kennenlernen. Natürlich nach Space Quest 1, bei Zeiten. Die ist noch schlimmer als das hier. Das kannst du aber mal. Da werden wir mehrere Versuche brauchen und wir werden sehr oft sterben, bin ich fast sicher. So, das hier geht sogar einigermaßen. Da, ne, mit ein bisschen gewitzten Skills am Mike geht das sogar. Jetzt die Frage, schaffen wir es jetzt? Ich möchte jetzt zwei Dinge probieren. Ich möchte einmal probieren, daheim beim alten Sack. So, zwei Dinge möchte ich probieren. A, schaffen wir es in der Zeit, das zu mischen, was wir eigentlich mischen müssen, um uns hier zu befreien aus der. Ja, da kann ich nochmal speichern. Okay. Take Wand. Können wir das einfach. It's off no use. Natürlich. Open Cup. Ah, Mann, kaputt. Jetzt bin ich natürlich aufgeregt. Oh, wie so ein Schulmädchen. Weißt du, ich komme mir gerade vor wie so ein Schulmädchen bei ihrem ersten Kuss auf dem Abschlussball. Wobei heutzutage ist das ja wahrscheinlich nicht mehr der erste Kuss. Heutzutage ist wahrscheinlich die erste Vaterschaftsklage. 4 Jahre vor dem Abschlussball. So. Pushbook. Push-Lever, der darf uns bloß nicht erwischen. 56 Minuten, wir haben nicht mehr so viel. Ja, jetzt hör doch mal auf hier zu. Oh, ich hasse das, wenn wir warten müssen. Ich bin ungeduldig, merkt man kaum, ne? So. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Wir probieren zwei Dinge aus. Das erste Ding ist nämlich, ob wir es schaffen, jetzt in der Zeit alles hinzubiegen, weiß ich nicht. Wir haben jetzt effektiv 3, 4, 5 Minuten vielleicht noch Zeit, alles richtig hinzukriegen. Das Rezept haben wir. Oh Gott, da werde ich ab und zu mal nach oben auf den Monitor linsen müssen. Das wird nicht ganz so leicht. Okay. Open Page 25. Ich hätte vielleicht speichern sollen. So, jetzt put man. Ah, Alter, das Geräusch. Put Mandrake Root Powder in a bowl. Toll. Miau. Miau. Das war amusing. Das war am Miausand.
Okay, das hat ja nicht so gut geklappt. Wie? Wir haben kein Mandrake Root Powder? Oh nein, habe ich da unten nicht gespeichert? Ja, okay. Ich entschuldige mich. Wir probieren das gleich nochmal im nächsten Anlauf. Wie gesagt, bei Sierra Games, gerade bei den alten Adventures, musste man sehr viel Geduld haben. Open Cupboard. Vor allem mit alten Säcken, die mit dem Tippen nicht hinterherkommen. So, das haben wir. Schließen wir wieder. So, wir schließen die Tür und dann... Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Und dann pushen wir das Book ganz hart bis zum Limit. Dann, und dann pushen wir den Lever auch bis zum Limit. So, Adceptor. Ja, 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 ja. Hier müssen wir mal ein bisschen warten, leider. So, ich speichere dann gleich unten am Buch nochmal. Jetzt muss ich genau gucken, wieso haben wir kein Mandrake Root Powder? Konnten wir das nicht mitnehmen? War es das? Wir haben doch eigentlich alles. Komisch. Okay, na gut. Wir haben noch zwei Sachen, die der Zauberer essen kann. Wir haben noch Früchte und wir haben noch Fleisch. Das heißt, ein paar Runden hat man schon, die man hier alles erkunden kann, wo man alles machen kann. Das heißt, es geht schon. Also man muss nur aufpassen, dass man immer zeitig genug zurückkommt. Jetzt zum Beispiel haben wir unten nicht alles erledigt, glaube ich. Ja, ich glaube, der Stein, ich weiß gar nicht, wo der Stein war, der Unusual Round Stone. Ich weiß gar nicht, wo wir den herkriegen. Vielleicht ist er auch hier irgendwo im Regal, ich weiß es nicht. So, ich speichere hier nochmal ganz kurz. So, Weg 1. Wie nennen wir das denn mal? Wie nennen wir den Weg 1 mal? Lass mal überlegen. Opa töten. So, das ist ganz toll. Open Page 25. Ich bin doof. Ja, ja, you know. Tut mir leid, ich bin so verdattert gerade. Ich bin hier der Opa. Ich bringe mich gleich selber um. Take Mandrake Root Powder. Jetzt müssten wir es aber eigentlich haben. War das das, was vorher nicht ging? Oder haben wir das einfach nur irgendwie verlegt? Oder keine Ahnung. Open Page 25. So, jetzt bin ich gespannt. Fiese Geräusch. Vorsicht. So, ich möchte mich beeilen. You pour the Mandrake Root Powder into the bowl. In the bowl. You put the ball of cat hair in the mixing bowl. Wie gesagt, die Anleitung steht im Handbuch. So, Hammer, Hammer. You pour the fish oil into the bowl and keep the empty jar. Juhu, wir haben ein leeres Glas. Stir the mixture with a spoon. Mixture with a spoon. You mix the ingredients together. Du mischst den Inhalt zusammen. The mixture turns into an oily, disagreeable duff with cat hair sticking out of it. Also wir haben jetzt eine Mixtur, die sehr ölig ist und irgendwie so, ach, irgendwie ekelhaft, wo Katzenhaare rausgucken. Okay. Put the duff on the table. Put the duff on the table. So, scrunching your nose in distaste, you grab the oily duff from the clay bowl and put it on the open table. Wir nehmen diese komische, ekelhafte Paste, diese ölige Paste da raus und schlabbern die auf den Tisch. Okay. Pat the duff into a cookie. Pat the duff into a cookie. So. Pushing the palm of your hand on the oily duff, you flatten it until it is in the shape of a cookie. After a bit, the cookie hardens. Also, wir haben jetzt einen Keks daraus gemacht und nach einer Weile wird der schließlich hart. Jetzt wird's lustig, jetzt müssen wir einen Vers rezitieren. Mandrake Root, ich lese das jetzt erstmal vor. Mandrake root and hair of cat, mix oil of fish and give a pat. A felon from the one who eats this appetizing magic treat. Das ist der Zauberspruch, den wir jetzt aufsagen müssen. Den tippe ich jetzt mal eben runter. Warte mal. Mandrake root of hair and cat. So ging das. Wusste ich gar nicht mehr. Mandrake root. Achso. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Mandrake root and hair of cat. Nicht of hair. Mandrake root of hair and cat. Ganz Katze einfach rein. And cat. Wo war es da? Mix oil of fish and give a pet. Mix oil of fish and give a pet. Give a pet, nicht ein Haustier. A felon from the one who eats this appetizing magic treat. Nein! Nein! Ich hab'n A vergessen! Jetzt alles nochmal! Oh, leck mich doch! Kacke.
ein einziges A. Einmal vertippt. Wie gesagt, egal was passiert, wenn es schief geht, es geht schief. So, dann muss man immer nochmal anfangen. Put Mandrake. Achso. In the bowl. So, put the cat hair in the bowl. Put. Ich gucke gar nicht mehr auf den Bildschirm. Auf Fish Oil in Bowl. Ich hoffe, ich verschreibe mich nicht. Stir the mixture with a. Jetzt muss ich doch mal gucken. With a spoon. Put the dove on the table. Pet the dove into a. Alter, into a. So, meine Hände sind schneller als mein Kopf. So. Mandrake Root and Hair of Cat. So. Mix Oil of Fish and give a pet. Ist richtig, ne? Pet, ja. A felon from the one who eats. This appetizing magic treat. So, und jetzt wave the magic wand. You wave the magic wand over the cookie, then take it from the table and carry it with you. Successfully completing the spell, you again look at the wizard's laboratory. So, wir haben jetzt nämlich look at cookie. Wir haben den Keks. Der ist total ekelhaft. The only resemblance to a real cookie is its flat round shape. It is hard and has cat hair sticking out of it. Definitely non-appetizing. Also der ist sehr, sehr ekelhaft. Ich weiß auch gar nicht, wie das Ding irgendwie hart werden konnte. Will nicht zitieren. Ich geh mal kurz wieder raus und dann verlassen wir diese Bude. 80 Punkte von 210. Wir sind also auch noch nicht ganz so weit, wie man denken mag. Mist, jetzt weiß ich gar nicht, wie weit wir in der Aufnahme sind gerade eben. Ich beeile mich mal gerade mit dem Rauskommen hier, ne? Also, ich habe jetzt erstmal nur das eine gemacht, denn das ist das, was wir brauchen, um den Zauberer loszuwerden. Das ist der Keks. Meine Damen und Herren, der Keks. So, und jetzt erstmal hier. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Push Lever. Oh ja, jetzt mal schneller. Push. Ich weiß gar nicht, warum der da so lange überlegen muss immer. So, und jetzt. Ach, Gott sei Dank, ich dachte schon, der Zauberer kommt jetzt. Put Wand in Cupboard. Das machen wir schon mal direkt vorab getippt. So, you unlock the wooden cabinet and put everything away. Hervorragend. So, und gleich wieder weg. Jetzt direkt in unser Zimmer. Keine Zeit verlieren. Jede Sekunde zählt. Ich hoffe, der steht nicht bei 60 Minuten auf, sondern der pennt noch ein bisschen. Bitte, 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 bitte. Tot. Das wäre sehr ärgerlich. So, komm. Go, 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 beeil dich. Nein, wir haben gleich 60 Minuten. Ich weiß natürlich nicht, ich glaube, der kommt ein bisschen später, aber trotzdem, ich gehe immer von den 60 Minuten aus. 45 Sekunden, 46 Sekunden, oh, 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 48, 49, 50, 51, 52, wir schaffen es, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Boah, das war auf die Sekunde. Weg 1, Opa töten. Okay, pass auf. Put Cookie in Porridge. Jetzt tun wir nämlich den Keks in den leckeren warmen Brei. So. The Porridge conceals the crumbled cookie. It still looks as appetizing as ever. Look at Porridge. Huch, Poritz. So, you are carefully when you crumble the cat cookie into the porridge. It looks just like a plain bowl of porridge. Wir haben jetzt den Katzenkeks quasi in den Brei gekrümelt. So, put all on the bed. So, und dann nehmen wir gleich den Brei, nehmen wir noch mit. So. Take porridge. Den nehmen wir noch mit, weil Opa will bestimmt essen. Und dann gönnen wir ihm. Da kann er sich mal richtig gönnen, der alte Mann. Ich speichere eben nochmal ganz kurz Weg 1 Opa töten. Wir gucken uns dann noch Weg 2 nochmal an. Einmal nur, was Opa dann später nochmal machen will und so. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an, bevor wir dann weiterspielen. Lalala. Wir töten ihn ja nicht wirklich. Das heißt Opa töten, aber wir töten ihn in Wahrheit ja nicht wirklich. So, eine Stunde sind wir jetzt schon in the game hier quasi. Also laut Spielstand natürlich. Also der, ne, der. Alter, das war keine Minute zu früh. Gwydion, ich bin auf. Gwydion, ich bin auferstanden.
Und ich habe einen Bärenhunger. Mach mir sofort etwas. Wir waren keine Minute zu früh dran. Alter, war das kacke knapp. Uiuiuiuiui, alter Schwede. Nice. Okay, wir haben jetzt... Ja, wir kennen das ja schon. Wir könnten ihm jetzt Fleisch geben, wir könnten ihm Früchte geben. Aber natürlich haben wir jetzt... Two Wizard. So, you place the food on the dining table before the hungry wizard. Und wie immer, er verschlingt alles förmlich. Köstlich. Du hast ihn reingelegt. Mennen hat nicht mitbekommen, dass der Brei verdorben war und er hat die ganze Schüssel gegessen. Gratulation, Mennen wird dich nie wieder versklaven. Dich oder die braven Leute von Ludor, endlich bist du frei. Juhu, look at Wizard. Kick Cat. Was? You'd better get on with your quest. Mennen is no longer a bother to anyone. Mennen wird nie wieder jemanden stören. Wir haben's also geschafft. Wir sind den bösen Zauberer losgeworden. Das speichere ich mal eben ganz kurz als Weg 1. So. Jetzt lade ich eben nochmal ganz kurz daheim beim alten Sack. Das wäre dann jetzt Weg 2, ne? Also nur mal so testweise. Das mache ich eben nochmal. Wir spielen dann gleich weiter da, wo Opa natürlich Down Under ist. Hier haben wir den Cookie noch nicht gemacht und deswegen verstecken wir erstmal alles oben unterm Bett und dann nehmen wir mal ganz kurz irgendwie die Matten mit oder irgendwas, was wir dem Zauberer halt vorsetzen können. Irgendwas, was der essen mag. Und dann schauen wir mal, was der als nächstes macht. Ich glaube, der geht dann wieder auf eine Reise. Der geht auf eine Reise und pennt und geht dann wieder auf eine Reise. Ich glaube, so ähnlich macht er das. Der hat uns noch gar nicht in eine Katze verwandelt, fällt mir gerade auf. Ist jetzt nicht die spannendste Animation. Haben wir leider noch gar nicht gesehen. Ist ein bisschen schade, tatsächlich. So, Hide All, geht das? Ja, geht. Okay. So. Lalalala. Das Problem ist, wenn wir jetzt die Porridge nehmen, ich weiß nicht, ob die bei den alten Bären wieder auftaucht oder ob der Spielstand dann quasi völlig im Arsch ist. Das kann ich nicht genau sagen. So, ich nehme das Fleisch mal mit. Das brauchen wir immerhin selber gar nicht, aber der Zauberer will das wahrscheinlich haben. So, ich will nur mal kurz testen, was passiert, wenn wir den jetzt nicht vergiften, wenn wir den leben lassen. Mal gucken, wir spielen es jetzt quasi safe. Das Ding ist, das könnten wir jetzt theoretisch auch zeigen, aber es würde zu lange dauern, glaube ich. Das würde echt zu lange dauern, zeigen, was passiert, wenn man zu lange am Leben ist, sozusagen. Denn wir haben nur so und so viele Runden, die der Zauberer irgendwas macht, wie zum Beispiel Reisen und Schlafen. Das haben wir schon festgestellt, denn wir sind Gwydion und, ich glaube, das steht im Handbuch, auch in der Vorgeschichte, wir sind zarte 17 Jahre alt. Oder ich glaube, es kam sogar in der Vorgeschichte hier im Spiel, wenn ich mich recht entsinne. Wir sind zarte 17 Jahre alt, aber was wir selber nicht wissen, morgen ist unser 18. Geburtstag. Und der Mennen, ne, der hat, wir sind nicht der Erste, den er entführt hat, um ihm quasi Frondienste zu leisten. Der Mennen nämlich, der macht das immer so, der lässt die Kids quasi nie 18 werden, sondern immer kurz vor dem 18. Geburtstag oder am 18., ich weiß es gar nicht so genau. Da verwandelt er die in eine schwarze Katze, wie die herumläuft, und holt sich dann das nächste Opfer. So läuft das hier nämlich im Hause Mennen, damit die nämlich nicht zu aufmüpfig werden. Ne, wenn die älter werden und so, dann werden die immer zu schlau, zu aufmüpfig. So ist das eben. Liebe Freunde, unter 18, seht ihr mal, der Mennen, der hasst euch, weil ihr so doof seid. Ist das, was er gesagt hat, ne? Also möchte ich nur sagen, ist nicht meine Meinung, ist seine. Das macht der Mennen so. Der denkt, ihr seid bescheuert, deswegen kann er euch rumkommandieren. So. Wollte ich jetzt mal gesagt haben. Jetzt bestimmt der Hass auf diesen Zauberer ist jetzt geschürt. Der Hass der Jugend. Wahrscheinlich wird er jetzt mit Baseballschlägern erdroschen und mit Messern in der U-Bahn abgestochen und sowas. Heutzutage hat so ein alter Mann ja nicht mehr viel zu lachen, wenn er sagt, ich bin Zauberer. Der kann gar nicht gucken, wie schnell er einen Schlachring in der Fresse hat. So. Was machen wir jetzt? Wir haben noch eine Minute. Wir müssen noch eine Minute totschlagen. Ich denke, das kriegen wir ganz gut hin. Wir sind ja geübt darin.
Ich sollte hier nicht so oft von Totschlagen reden, sonst, weil ich hier wieder so ein Gewaltspiel spiele. Luquette. Ja, ich frage mich, ob die Katze vielleicht auch mal jemand war. Ne? Also es wäre interessant gewesen, wenn man jetzt so einen Anti-Katzenkeks hatte und dann die Katze quasi befreien kann und dann feststellt, oh, die ist ja nur eine verzauberte, ne, der verzauberte ehemalige Lustknabe des alten Mannes hier.